So, wir haben heute Donnerstag, aber ich habe das schon am Mittwoch aufgenommen, weil ich 2 Tage Urlaub nehme und möchte mit dir heute über Johannes 11 nachdenken. Wir fragen uns ja oft, was hat es mit diesem Begriff der Stellvertretung zu tun oder dass Jesus unsere Sünde, unsere Schuld auf sich genommen hat. Wo kommt das eigentlich her? Und eine der zentralen Stellen dafür, es gibt mehrere, finden wir in Johannes 11. In den Versen 49, ja, ich sag mal, bis 53, also nur 4 Verse. Kaiaphas, einer von ihnen, der in jenem Jahr der oberste Priester war, sagte: Ihr begreift rein gar nichts. Seht ihr nicht, dass es euer Vorteil ist, wenn einer für alle stirbt und nicht das ganze Volk vernichtet wird? Das sagte er aber nicht aus sich selbst, sondern als der oberste Priester in jenem Jahr sprach er aus prophetischer Eingebung. Und so sagte er voraus, dass Jesus für das jüdische Volk sterben werde. Und nicht nur für dieses Volk, sondern auch für die in aller Welt verstreut lebenden Kinder Gottes, die er zusammenführen sollte. Er, der Herr. An diesem Tag waren die führenden Männer fest entschlossen, Jesus zu töten. Kaiaphas ist also der oberste Priester. Er sitzt mit den 70 obersten Pharisäern und Schriftgelehrten beieinander. Das war ja sozusagen die kirchliche Leitung, weil es keine politische Leitung in Israel geben durfte, weil Israel ja seit 500 Jahren besetzt war. Man könnte fast sagen, das könnte auch ein Stück Segen sein, dass es nicht eine politische Führung gab, sondern eine geistliche. Wobei wir mit geistlichen Führungen ja auch im Iran und so weiter auch schon schwierige Erfahrungen gemacht haben im letzten oder diesem Jahrhundert. Er sprach, und das ist entscheidend, er sprach aus prophetischer Eingebung. Das heißt, Gottes Geist hat durch ihn gesprochen. Man denkt ja oft, das weißt du vielleicht nicht, im Johannesevangelium würden die Juden als die Feinde Jesu bezeichnet. Das wird viel differenzierter dargestellt. Das ist nur auf den ersten Blick so. Er, der oberste Priester, spricht aus prophetischer Eingebung über das stellvertretende Leiden Jesu Christi. Daher kommt der Gedanke, dass einer für alle stirbt, anstatt dass alle sterben. Jesus nimmt die Schuld der ganzen Welt auf sich. Und zwar in einem ungerechten, einem fadenscheinigen Gerichtsurteil wird er verurteilt, weil er nämlich unschuldig ist. Und nur als Unschuldiger kann er auch die Schuld anderer auf sich nehmen. Also wenn ich Schulden habe, kann ich nicht deine Schulden noch übernehmen. Aber wenn ich sozusagen Ressourcen habe, wenn ich Wohlstand habe, dann kann ich deine Schulden übernehmen. So ist das finanziell und so ist das auch interessanterweise hier ethisch gedacht. Ein bisschen gewagt vielleicht der Vergleich, aber so ist es gemeint. Jesus kann von uns nehmen, was uns trennt. Und diese tiefe Gottverbundenheit, die wir im Johannesevangelium finden, großartige Texte, großartige kurze Aussagen von Jesus, beispielsweise er sagt, ich sage euch nur weiter, was ich vom Vater gehört habe. Ja, er ist das Wort, das Gott ausspricht. Solche Dinge findest du bei Jesus und er gibt uns seine Gottverbundenheit und nimmt auf sich unsere Gottverlassenheit, unsere Rebellion, unsere Trennung. Deshalb ist Gehorsam so wichtig. Ich habe die Ehre, am Sonntag über Gehorsam zu predigen. Ich weiß noch nicht, ob ich mir der Text gefällt, der vorgeschlagen ist. Ich finde Gehorsam auch schwierig. Wir haben da auch schwierige Erfahrungen im 20. Jahrhundert mitgemacht und auch im 19. als Deutsche. Und trotzdem weiß ich, Gehorsam aus Vertrauen gegenüber Gott, gegenüber Jesus, ist etwas Notwendiges. Das brauche ich, um meinen Weg zu finden. In diesem Sinne einen ganz, ganz gesegneten Tag.